wir wieder verschiedene Aktionen noch zu erledigen hatten. Jetzt aber das Wort an die wichtigen Leute oder an den wichtigen Mann neben mir. Bitte. Ja, genau. Ich bin Jan Meyer. Ob ich wichtig bin, weiß ich nicht genau. Wichtig ist der Film, weswegen Sie auch gekommen sind. Und ich wünsche da viel Spaß bei. Das ist ziemlich direkt über einen Zeitraum von 4 Jahren aufgenommen. Alles irgendwie, haben wir, glaube ich, festgestellt, im Umkreis von 50 Metern um den Hof von Gerd, der da hinten sitzt und nachher auch noch Rede und Antwort stehen wird, so wie ich auch, wenn es noch Fragen gibt oder wenn wir nochmal über den Film sprechen können. Und jetzt Film ab. An meinem 45. Geburtstag habe ich ja das erste Mal hier oben im Juke Joint eine Liveband gehabt. Das war ja eine Geburtstagsfeier mit vielen Nachbarn und Freunden. Ja, das war ja die Initialzündung für Live-Konzerte hier in Joelund. Von euch, also so ein Publikum hatten wir noch nie. Fachpublikum. So ein Fachpublikum. Mit so viel Spaß und mit so viel Aktivität im Kino, mit so viel Feedback für uns. Also ich bin euch sehr dankbar dafür und ich bin auch Helge Nigge sehr dankbar dafür, dass er uns die Gelegenheit gegeben hat, hier Teil vom Festival zu sein. Und ich kann nur sagen, macht auch sowas, das ist geil. Jo, macht ihr ja. Macht ihr ja. Ja, wenn ihr Fragen habt, dürft ihr die gerne loswerden. Vielleicht will ich noch eins vorneweg schicken, bevor ich es vergesse. Donna Allison hat gerade am Sonntag, bevor ich losgefahren bin, mir eine Mail geschrieben, dass er wiederkommt, wie er im Film sagt. Am 11. Januar ist er wieder in Joelund und kann nur jedem empfehlen, sich das anzugucken. Die Karten vorher zu kaufen, bevor sie mich ausverkaufen. Der hält auch sein Wort. Ja, also so Gott will, will er kommen. Einer der ehrlichsten Musiker. Ja. Wie viele Besucher kommen im Durchschnitt? Übers Wochenende im Durchschnitt, das sind ja 3 Tage, Freitag, Sonntag, Sonntag, würde ich mal sagen, 500 ungefähr. Ja, also der Sonntag ist immer sehr schlecht besucht. Am Sonntag bieten wir ja immer ein Akustikkonzert am Sonntagmittag, welches sehr ergreifend ist für die, die da sind. Aber die Leute wissen es nicht. Mit das Schönste. Es ist mit das Schönste am Festival. Ja. Keiner weiß es. Und das ist so schade. Aber das ist halt so bei uns, wenn die Wohnmobilisten 2 Tage durchgefeiert haben, Freitag und Sonntag, dann wollen die nur noch nach Hause. Kann man auch verstehen. Aber es ist schade. Ja. Weil das sehr intim ist, dieses Sonntagskonzert. Ja. Weil der Künstler alleine auf der Bühne sitzt und so wie ihr jetzt auch sitzt, die Besucher sich das im Sitzen anhören. Und naja. Ich sag nur Chrissy Messius und dein Schlagzeuger. Ja, Ainsley Lister war auch Solo bei uns. Simon McBride war auch. Simon McBride hat seine ganze Band mit auf die Bühne genommen, obwohl er nur eine Solo-Gage kriegte. Sehr ergreifend war das, wie die Instrumente durchgewechselt haben. Weil der Drummer ist ja kein Musiker in den Augen der anderen. Ja, so passieren da dann immer Sachen, die keiner vorausberechnet und keiner jemals so wieder zu sehen kriegt. Macht man das mit Behinderung? Machen wir auch neuerdings. Also die Betreuungsperson ist umsonst. Ist
Nee, es geht mir eigentlich mehr um die Barrierefreiheit, dass man da hochkommt. Also da haben wir, ja, erzähl mal. Ja, genau. Also dieser Film wäre so nicht zustande gekommen, wenn es nicht jemand einen Rollstuhl gegeben hätte. Ich wollte eigentlich gar nicht darüber sprechen, über das Thema, aber während ich das heute geguckt habe, also ich sehe den Film ja öfter, auch Gerd, und da kam mir irgendwie wieder in den Sinn, dass ich der Typ gewesen bin, der dann da relativ weit vorne, um diese Bilder machen zu können, mit Stativ rumsteht und ich werde dann geschubst und getreten und so weiter, wenn die Leute da aktiv sind. Und ich, für mich ist es ja immer so, also wo du das erste Mal gesagt hast, ich kann einen Film machen, da wusste ich noch gar nicht, dass es so ausufert, sondern ich dachte, ich versuch's einfach mal, guck mal, was bei rauskommt. Und du hast ja immer einen Filmmann, der steht ganz weit hinten auf so einem Podest und stört nicht weiter, würde ich sagen. Aber ich störe ja dann doch ganz schön. Und dann ist das auch immer ein bisschen unangenehm, weil ich weiß es ja selber, wenn ich zu Konzerten gehe oder so, naja, wenn da einer mit der Kamera rumsteht, und man selber will irgendwie gut gucken oder sich bewegen oder so, naja. Und da hatte ich allerdings, auf jeden Fall die ersten Male hatte ich immer den Vorteil, dass ganz vorne Denise Gerke stand, die ist ja auch in dem Film zu sehen und die sitzt eben im Rollstuhl. Und so konnte ich mich dahinter so ein bisschen verstecken und hatte trotzdem sehr guten freien Blick. Und deswegen konnten wir auch die Gitarristen teilweise dann sehr gut sehen, sehr dicht dran. So, und das war schon für mich ein ganz guter Start, weil dadurch konnte man eben auch die Aufnahmen von Larry Miller, wie man hier auch sieht, das war beim ersten Festival, wo ich jetzt dabei war. Also da hat man wirklich einen ganz tollen Blick und das bringt es natürlich nur in dem Film. Das macht den Film irgendwie auch besonders, dass man immer dicht dran ist. Ja, und die ganze Sache. Ja, so bescheiden. Ja, Schneiden hat auch länger gedauert als Film. Ja, und dann erwähne ich ja auch immer gerne, dass das Guitar Heroes Festival würde es ja ohne die Bäckerei dahinter nicht geben. Und also dazu, wir haben einen Hebekipper aus der Bäckerei eingebaut in den Juke Joint. Mein Onkel ist ein Daniel Düsentrieb, sag ich immer, der so technisch alles machbar machen kann. Und der hat aus diesem Hebekipper einen Fahrstuhl gebaut. Mhm. Und wir transportieren also gerne Leute mit Rollstuhl oder Gehbehinderte oder auch Bierfässer nach oben. Das ist überhaupt kein Problem. Weißt du, warum es entstanden ist? Alles gut, wird gern genommen. Perfekt. Ja, ist es. Ich war noch nicht da, aber ist der Platz noch zu könnten? Ja. Ja. Also das ist das Einzige, was wir in Massen haben, ist Platz. Das ist also so, dass es sich schon, ist ja so eine kleine Gemeinde schon geworden, die bei uns auf meinem Grundstück campt. Und wenn das dann nicht ausreicht, also es werden langsam auch immer mehr Camper, die kommen. Also man muss auch sagen, es ist für jeden Geschmack was dabei. Also es gibt welche, die direkt vor der Bühne eigentlich campen würden, die können das tun. Es gibt welche, die sind ein bisschen versteckter, das machen auch viele. Und du kannst auch ganz weit weg sein, so wie Woodstock oder so, also 1 Kilometer weit weg, da gibt es auch noch Plätze. Ja, es gibt eine Koppel gegenüber und die haben wir gepachtet immer für den Festivalzeitraum. Und da kann man dann auch parken und campen. Wie wird das Wetter im September 21? Also am 22. kann ich sagen, dass es gut wird, weil das mein Geburtstag ist. Ja, und hier, du kommst ja irgendwie nicht direkt aus Nordschleswig-Holstein, glaube ich. Wenn du den. Genau, fällt mir nämlich gerade ein. Wir haben also gerade auch, wenn man noch einen Tick brillantere Farben sehen will oder so, wir haben noch eine Vorstellung in Berlin jetzt. Im Anfang Juli in den Hackischen Höfen Filmtheater, also super Kino. Da sind alle natürlich auch herzlich eingeladen zu kommen oder bekannt Bescheid zu sagen. Und dann noch für regionale Freaks am 12.09. so zum Einstimmen in Heide. Da kommt der Film also auch dann nochmal. Aber wie gesagt, vorher in Berlin. Aber keine Chance, dass man den irgendwann mal kaufen. Wahrscheinlich nicht. Also jetzt gerade mit dem neuen Datenschutzgesetz, da sind ja auch alle am Rotieren. Also den Stress muss ich nicht unbedingt haben, weil ich habe Jimi Hendrix nicht gefragt, seine Nachkommen nicht gefragt, ob ich das alles irgendwie hier verwenden kann und kommerziell verwenden kann. Deswegen bin ich ganz froh, dass in GEMA und so vom Kino immer bezahlt wird. Das nehme ich gerne in Anspruch. Das muss ich nicht selber noch zahlen.
Insofern, bitte ins Kino kommen. Nee. Nee. Umso wertvoller ist es, dass ihr hierher gekommen seid. Ja. Und das fand ich auch sehr schön, dass ihr bei der Interpretation von Rory Gallagher durch Arthur, dass ihr da so schön geklatscht habt. Das haben wir jetzt noch keiner gemacht. Was ist klar? Oder habt ihr noch Fragen? Das können wir nach zum Festival übergehen. Yeah.
Einiger Zeit. Es ist der große Moment, dass Ronny Fohn, Ronny der Moderator, kriegt sein Spezialmikrofon. Das heißt, wir lassen uns jeden Tag etwas einfallen, irgendwelchen Unfug zu einem Mikrofon umzubauen. Und jetzt ist hier der große Moment. Wir haben hier etwas und Ronny, komm mal ein bisschen her. Also Ronny, der Moderator, muss ich ja nicht vorstellen. Ronny, du weißt ja, Behörden sind sehr problematisch, auch mit dem Team. Und jetzt haben wir ein tierisches Problem mit Arbeitsschutz. Also Arbeitsschutz ist für alle, ist natürlich Sicherheit. Und jetzt möchte ich erst unseren Arbeitsschutzbeauftragten auf die Bühne bitten. Und Ronny muss jetzt ausgestattet werden. Handschuhe, ja, die Handschuhe, die darfst du auch gleich anziehen. Dann kriegst du noch einen Helm. Mein Gott, sieht der flott aus. Jetzt ist es geil. Ja. Ich denke mal, jetzt sehe ich erstmal wesentlich besser aus als vorher. Das ist schon mal ganz gut. Sharp-dressed man, yes. Und wie das Arbeit. Bist du da mit dem Arbeitsschutz? Ja, okay.
Viel Spaß, Willi. Ein Kaktusfon, liebes, liebe Besucher, was mir jetzt gerade unter der Nase in mein Fleisch schneidet, in diesem Moment gerade. Aber das finde ich gut. Wer fotografieren möchte, ich bin der einzige Moment, wo ihr bei mir abdrückt. Danke. Okay, das finde ich in der Tat lustig. Gestern die Klobürste, heute der Kaktus. Und rein. Ihr könnt euch auch mal nach vorne kommen während des Konzertes, dann könnt ihr sehen. Jetzt wieder, let's get down to serious business, right now. Wir haben eine Band, die wird das nicht vorhandene Dach hier fliegen lassen. Der Mann kommt aus Nottingham in England, hat eine holländische Begleitband dabei, seine feste Band, hat 5 CDs bereits aufgenommen und ist tierisch an der Gitarre und am Gesang. Seid ihr fertig zu begrüßen? Ja? Seid ihr wirklich fertig zu begrüßen? Ja. Begrüßt ganz herzlich Sean Webster! Yeah.
allerletzten Show, bevor die Session losgeht danach, man könnte von einer Star-Time sprechen. Völlig zu Recht steht ihr ganz hier vorne und zückt die Fotoapparate. Man ist nicht nur im Trio aktiv, sondern auch eine eigene Big Band. Ja, man könnte sagen, ein Blues Heavyweight im doppelten Sinne. Doppelten Sinne, kann man sagen. Ja. Wie geht's euch alle? Ist alles noch gut? Ja? Heißt ihn bitte herzlich willkommen. Blues Giant, Blues Star, Danny Bryan and the Danny Bryan Band! Baby,
Oh, taking it
We'll be right back.
sehr viele, die das auf die Beine stellen, aber es gibt eben einen, der ist, ich nenne ihn mal die graue Eminenz, oder für die Franzosen unter euch der Grand Seigneur des Ganzen. Und der ist, der hält die Fäden zusammen und der macht das seit ganz vielen Jahren mit sehr viel Herzblut und ohne den würde das auch nicht gehen. Und den möchte ich euch jetzt noch einmal so in diesem schönen abendlichen Rahmen noch einmal vorstellen und ihn auf die Bühne bitten. Heißt nochmal herzlich willkommen, Helge Nickel. Morgen. Ja, danke dir, Ronny. Ja, Grand-Eminenz, Grand-Seigneur, eieiei, ich bin 62. Grand-Seigneur möchte ich genannt werden, wenn ich 80 erreichen soll, dann kann ich damit leben. Dann empfange ich ja gleich meine Kündigung, machen wir nachher. Danke. Ja, aber Chefsagen ist die eine Geschichte. Kann man machen, muss man nicht machen, ich mach's halt. Aber Chefs sind nichts ohne ihre Leute, und zwar absolut nichts. Chefs stehen meistens auf der Bühne im Rampenlicht und hinten stehen dann irgendwelche Leute, die werden gar nicht wahrgenommen. Und so haben wir eine tolle und fantastische Crew, von denen auch einige ganz offen arbeiten am Infostand oder wie auch immer. Es gibt aber auch welche, die sieht ihr eigentlich fast gar nicht. Ob die irgendwo putzen, die Getränke einkaufen, die Künstler fahren. Und das ist immer die Minute hier oder die Minuten für die Crew. Aber ihr wisst ja alle, wir sind ein Verein und ein Verein hat einen Oberchef. In unserem Fall eine Oberchefin und die möchte ich jetzt auf die Bühne bitten. Barbara Bloch, Vorsitzende des Baltic Blues e.V. Und die Kleine ist, ja, in doppelter Hinsicht meine Chefin, einmal als Vorsitzende, weil ich bin unser dummer Schatzmeister und Organisator und seit gut 16 Jahren auch meine Herzallerliebste. Ja. Einmal im Jahr so. Barbara Bloch. Ich habe Barbara vorgestellt. Und jetzt kommen wir zu dem, was an der grauen Eminenz schön ist. Da ist ein Chef drüber. Und der muss jetzt quatschen. Ich habe Pause. So. Ich bin ja froh, dass ich das vernünftige Mikrofon bekommen habe und nicht den Kaktus oder den Klobus. So. Solche Sachen. Da fange ich auch gleich mal mit an. Der Einfachheit halber fange ich mit unseren Tontechnikern an. Da drüben sitzt der Robert. Dann haben wir hier in den Kabuff so ein bisschen versteckt den Heiko, den Julian und den Lukas. Und die versorgen uns nicht nur mit gutem Ton, sondern auch noch... Du hast eben gesehen, das war die zweite Lektion der Graue Eminenz. Die wollten nicht, ich habe nur so gemacht. Viele Jungs, ihr gehört auch ins Rampenlicht. Sie versorgen uns nicht nur mit gutem Ton, sondern seit letztem Jahr auch mit super kreativen Ideen, nämlich mit Mikrofonen für Ronny. Dafür danken wir euch auch. Weiter. Wir haben da jetzt als nächstes stehen den Arno und die Nadine. Der Arno steht an der Tür und die Nadine sorgt im Backstage-Bereich dafür, dass alles immer picobello, sauber aufgeräumt ist, damit sich unsere Künstler auch richtig wohlfühlen. Als nächstes haben wir den Gundolf. Ich meine, der Gundolf ist unser Senior. Er hält sich jedes Jahr wieder tapfer und immer tapferer. Und er ist unser Sommelier. Dann kommt die Rosi. Die Rosi gehört zum Urgestein der Veranstaltung. Dann kommt die Marianne. Die Marianne arbeitet im Infozelt. Die Marianne ist für 100.000 Sachen zuständig und hilft mir bei ich weiß nicht was allem. Und ich wüsste nicht, was ich ohne sie tun würde. Dann
reisender Fahrer und das bedeutet, dass er abends, nachts um eins oder um zwei die Künstler nach Hause fährt und morgens um sechs die ersten schon wieder zum Flughafen. Dann haben wir da den Jens. Der Jens ist hauptsächlich für die Night Sessions zuständig und sorgt dafür, dass sie, ja, das ist auch den Künstlern, dass es funktioniert. Genau. Dann haben wir noch zwei junge Herren, die kriegen auch wir nur sehr wenig zu sehen und trotzdem sind sie so, so wahnsinnig wichtig, weil sie immer wieder dafür sorgen, wenn wir hier total fertig in der Nacht den Laden verlassen, dass wenn wir am Morgen wiederkommen, dass alles Tassen abgewaschen sind, aufgeräumt ist, dass wir räumen die Bänke weg, damit wir mehr Platz zum Tanzen haben und die total guten Seelen der Nacht sind, der Enrico und der Tobias. Der Veranstaltung. Er war schon ein Urgestein in der Mühle und er macht bei uns auch 100.000 Sachen und gerne auch dann den Eintritt im Brauhaus bei den Night Sessions. St. Pauli! Dann haben wir noch die Conny. Die Conny arbeitet auch jetzt das zweite oder dritte, das vierte Jahr bei uns im Infozelt. Wir lieben sie und vor allem lieben wir sie, wenn sie sagt, no. Dann haben wir dann noch den Romo. Der Romo hilft uns abends, unterstützt uns, wenn wir alle fast vor Hunger irgendwie da niederliegen, dann übernimmt er verschiedene Tätigkeiten und löst uns ab und hilft uns und ist dann auch immer mit dabei. So. Dann haben wir noch, Sie sind jetzt nicht zu sehen. Dann haben wir noch zwei Leute, die bei Klaus Berger oben oder die zu Hause sitzen in ihrer Küche und Essen kochen für die ganzen Musiker und das dann ausschenken. Und eigentlich sollten die auch mit hier auf der Bühne stehen, tun sie nicht. Die Gesa und ihr Sohn Jeske. Auch für die nochmal ein Applaus. So, Chefin, reihe ich ein. Last but not least, da kommen wir auch in die erste Richtung der Danksagung an euch. Ihr habt ja gesehen, die netten Mädels, die die Spenden sammeln. Herzlichen Dank an die Mädels, dass sie hier so nett und freundlich gesammelt haben. Natürlich logischerweise einen herzlichen Dank an euch, obwohl ihr seid mir dieses Jahr ehrlich zur Last geworden und das buchstäblich die scheiß Gesammelkiste am Ende, die war so schwer, die nach Hause zu buckeln, das war schon heftig. Herzlichen Dank für eure Spendenfreude. Dann noch, weil wir gerade dabei sind, das sind ja alles zusammen Spenden. Es gibt noch eine andere Form der Spenden, die kommt von unseren Sponsoren. An alle Sponsoren einen herzlichen Dank und die solltet ihr besonders feiern, weil wenn die das Geld nicht geben würden, dann wäre dieses Festival alles möglich, aber nicht eintrittsfrei. Herzlichen Dank an alle unsere Sponsoren, Unterstützer und Förderer. So, jetzt muss der Verein mal kurz die Klappe halten, deswegen darf Ronny wieder ran mit seinem blöden Mikrofon. Das ist richtig. Es ist im Festivalzirkus und gerade im Blues Usus und üblich, dass man sich weltweit für exorbitant gute Leistungen gegenseitig Preise vergibt.
Das heißt, manchmal wird oder selten wird ein Festival geehrt und vor allem noch seltener mehrfach. Und dem Eutin Blues Festival, dem International, ist das schon häufiger gelungen. Und in diesem Jahr scheint es wieder eine sogenannte Bombe Surprise zu geben, um schon mal die in die französische Sprache zu gleichen. Es gibt nämlich ein sehr großes Online-Magazin in Frankreich und dort hat es sich in der Tat zugetragen, dass viele Menschen darüber abgestimmt haben, wer denn so einen Preis mal bekommen könnte. So als bestes Festival der Welt, sage ich jetzt fast. Aber ich kann es euch nicht so genau erklären, deswegen ist nämlich der, der das vergibt, hier. Und deswegen möchte ich Fred einmal auf die Bühne bitten, der sich ganz kurz vorstellt. Und eine Ansprache hält. Dirk, it's your turn. Guten Abend. Mein Name ist Jude. I don't know what one would explain to you, but I'm sure it's real. So I'm a former of a French website, lemzitazik.com. With 1,000,003 visitors a year. So we have a special contest giving an award to different persons and one specially for the international festival. And this year the festival awarded is European. So it's a pleasure for me. It's a pleasure for me to give the award, not only for the president and for the staff, but to all the members and all the volunteers working in this festival. Thank you for your I just miss my words. sorry for this. But it's a big, big honor for us to be awarded with this prize. And it's not just me or Helge, it's a prize for the all of you, because without you we couldn't do this festival, and you are the soul of this festival, and the soul. You make this festival alive. So, thank you. Ja, jetzt kommt der Punkt, wo ich wieder. Jetzt bin ich mal Chef. Ich war ja raus an die Arbeit, Leute. Herzlichen Dank. Geht wieder auf eure Posten und verwöhnt unsere Gäste und Besucher. Dann spreche ich natürlich noch eine große Entlassung aus. Ronny, für euch mit gute Nachricht oder schlechte Nachricht, weiß ich nicht. Ronny muss nach Hause, der gibt jetzt gleich sein Mikrofon ab. Und dann werde ich euch durch den Rest der Nacht oder des Abends führen. Was war denn jetzt die gute davon? Was war die gute und was war die schlechte Nachricht? Du bist weg und ich bin noch da. Alles klar. Ronny, komm mal wieder! Herzlichen Dank, Ronny. Super! Ihr seht es hier schon, gefühlt sind 37 Gitarren, 9 Keyboards, 58 Harps auf der Bühne. Jetzt kommt eine ziemlich gediegene und fette Session auf euch zu. Viele, viele Musiker, die ihr vorhin noch mal hören wolltet und nicht mehr konnten, die kommen jetzt gleich wieder. Und als erstes darf ich mal, ja, man muss es sagen, die Champions Schleswig-Holsteins, die, ich darf noch mal Grand Seigneur sagen, der Piano- und der Harmonika-Musik. Ihr kennt die beiden, sie leiten jedes Mal die Session, sie sind in Memphis gewesen, haben dort gewonnen, haben unzählige Preise gewonnen, sehen gut aus, sind Single, sind reich, was soll ich noch alles sagen? Georg Schröder und Marc Breitfelder! Und die beiden,
Menschen und es wird bestimmt dunkel und komisch. Haltet durch, viel Spaß, viel Spaß, viel Spaß!